from me, darling. Da willst du einfach nur mal duschen. Guck mal, was passiert. My good wife. Guck mal, jetzt gehen sie sich schon duschen. Patrick. Patrick. Ja, glaube ich. Ach so. Gelb. Oh je, yeah, stimmt. Gelbe Karte. Patrick, gelbe Karte. Man darf hier nicht mehr pfeifen. Du bist verwarnt, er ist verwarnt. Ach so. Nee, pfeifen ist Cat-Talking, ne? Christine, wir wollten noch mal betonen, wir haben nicht auf deinen Arsch geguckt oder irgendwas, ja? Pfeifen ist Cat-Talking. Pfeifen ist Cat-Talking. Das ist gerade, das muss ja wohl stehen, das ist in Spanien ein Verbrechen, ein Kriminell. Echt? Steff meint den englischen Begriff Cat-Calling. Das ist nicht nur Scheiße, sondern eine Form der sexuellen Belästigung. Cat-Calling heißt ja nicht nur pfeifen, sondern auch ey Häschen oder ey Püppchen oder ey hast du einen geilen Arsch oder so. Das ist halt, den Spanier nehmen die das Thema wesentlich ernster wie in Deutschland. Man kann es auch langsam echt übertreiben. Das ist doch ein Kompliment so. So. So, hey. In Köln pfeifen wir immer die Bauarbeiter hinterher. Pass auf, ja. Sie kann doch, man darf sich da nicht immer selber so ernst nehmen. Man kann auch mal drüber lachen. Es wird immer schlimmer, es wird auch immer blöder. Das ist das Schöne auf dem Dorf, da interessiert es noch keinen Schwanz. Du kannst machen und lassen und tun und was weiß ich. Da stehen die Leute auch noch drüber. Reality wird ja auch immer schwieriger. Okay, jetzt muss man schon aufpassen, was man sagt und dies, das. Aber klar, dass man mal vielleicht ein bisschen einen sexistischen Spruch bringt. Ja, und da geht auch die Welt nicht unter. Und relativieren ist niemals eine Meinung. Glückwunsch.